Scheiße. Jetzt ist er weg. Ist der eine Typ eigentlich immer noch bei uns? Wahrscheinlich, ne? Oh Gott, 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 oh Gott. Ich glaube, der ist kaputt, oder? Ja, jetzt ist er kaputt. So. Kriegen wir den... Ah, warte mal. Kriegen wir denn bei dem auch was raus? Ah, cool. Geil. Können wir bald wieder was bauen? Sehr nice. So. Okay, ich dachte, in den Koffern wäre irgendwas. Ui, das sind ja Scanner. Kann ich die ausschalten? Nee, kann ich nicht. Okay. Ich dachte, man kann die ausschalten. Boah, wie geil das ist, ey. Das ist ja unfassbar. Wie interessant, wie man hier alles erforschen will. Huch. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das Haupttor ist eine Möglichkeit. Okay. Es ist zu dick, um es zu sprengen, aber wenn du mit einem ferngesteuerten Auto hineinfährst, kannst du die Torsteuerung vielleicht hacken. Mhm. Unerlaubte Zivilisten, die versuchen eine Haft. Jetzt kommen natürlich die ganzen Sachen ins Spiel, die wir teilweise haben, teilweise noch nicht haben. Mit dem ferngesteuerten Auto zum Beispiel. Ich muss auch auf die Scharfschützen auch achten, ey, dass hier keiner. Da ist zum Beispiel auch ein Scharfschütze. So. Da ist schon wieder so ein Schiff. Und da oben sitzt auch ein Scharfschütze drin. Ich sehe es gerade. Gucken wir doch mal. So. Warum hat er jetzt seine Luke zugemacht? Will er alleine sein? Man weiß es nicht. Da oben ist, glaube ich, ein Safe-Raum. Okay, warte. Moment. Muss mal eben hier schnell umbauen. So. Da, es war zu nah dran. Na, hier. Ich muss noch weiter schießen. So, erstmal abbauen. So, ja. Hätte aber gerne den Sniper nochmal. Die Sniperwaffe. Na, jetzt fliegt er auch noch weg. Ich glaub's nicht. So. Ach, der lebt da noch. Ich dachte, der wäre weg. Hallo? Hallo? Na, das gibt's doch nicht. Pixel genau. Oh, ich sollte mich heilen. So. Läuft ein bisschen, ne? Würde ich sagen. Der lebt ja immer noch. Das gibt's doch gar nicht. Jetzt nicht mehr. So, wo ist die Drohne? Die fliegt doch ja auch noch irgendwo rum, ne? Oder? Ah, komm an. Na, schieß doch. Wieso schießt er daneben? Kumpel, das war ein bisschen dumm, sich positioniert. Musst du ganz ehrlich zugeben, ne? Das war schon... Da ist die Drohne. Na, es gibt's doch... Alter! Diese Kackdrohnen. Wie schnell die mal wegfliegen. Hier ist noch eine. Okay, warte. Geh mal hier lang. Was, du schießt? Wieso? Warum? Gib mir Feuerschutz, ich muss die Position wechseln. Später vielleicht. Da vorne steht, steht da noch ein Fahrzeug. Da steht schon wieder ein Fahrzeug. Nein, ich will. Nein, oh Gott. Ich soll mich heilen. Alter, da ist der Sniper. Das gibt's doch gar nicht. Warte mal.
Ja, ich treffe ihn. Ich treffe ihn einfach. Diese Kackdrohne, ne? Und der Sniper, der geht mir auch auf den Sender. Ich werde so sterben hier. Ich werde so sterben, weil ich gleich sterbe. Weil ich gleich... Das ist eine sinnvolle... Obwohl, vielleicht auch nicht. Schauen wir mal. So, nehmen wir mit. Nehmen wir auch mit. Ja, ja, schießt ihr mal. Achso, das Fahrzeug ist ja da, ne? Stimmt, das habe ich ganz vergessen. Wir kümmern uns sofort um dich. Kleinen Moment. Kriegen wir hin. Warte. Wo bist du? Hier, für dich. So. R1 und dann nehmen wir wieder den. Alter, diese Kackdrohnen gehen ihm auf den Keks. Das würde ich gerne abschießen, das Schiff da oben, aber ich glaube... Ich glaube, das geht nicht so einfach. So. Ist doch ein bisschen schwierig, sich hier durchzukämpfen. Hätte ich jetzt nicht gedacht, also da müssen wir doch... Ah, komm mal nach oben. So, weg mit dir. Also, so viel Scharfschützen hatten wir... So viel Scharfschützen hatten wir bei den vorigen Gebieten nicht gehabt, ne? Da waren schon... Warte mal, können wir hier... Bin schon wieder so im Wahn, hier die ganzen Generatoren hier zu zerstören. Weil es im letzten Gebiet ja so war. So. Tja, tut mir leid, du warst im Weg. Ah, guck mal hier. Was wir hier haben. Ein Radio. Wir haben einen Unruheherd. Die Norks greifen ein Lager an und die Leute drinnen können nicht raus. Sie werden sterben, wenn keiner rechtzeitig dort ist. Ja, das Problem ist, ich werde auch sterben, wenn ich einfach über die Straße laufe. Ich stelle euch das mal so einfach vor. Oh fuck, guck mal da hinten. Ach, hast du das gesehen? Oh Gott. Jungs, guck mal hier. Oh, 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 oh. Nice, so gut. Oh nein, oh Gott. Das. Fuck, 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 fuck. Huha. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Das ging nochmal so gerade eben gut. Ich wollte schon wieder sagen Lustschiff. Das gibt's doch gar nicht. Das Luftschiff hat uns schon wieder gesichtet gehabt gerade. Okay. Okay, okay, okay. Ganz langsam. Kein Stress. Hier unten sind welche. Na? Hallo? Ach da, komm an. Na, bleib doch. Hui! Ah, wie cool! Kann hier nicht mal ein Fahrzeug kommen? Ich würde es gerne mal sehen. Auf wen... Auf wen ballern die da unten? So. Alter, das mit dem... Alter, das würde ich gerne mal sehen. Schade, dass hier gerade kein Fahrzeug kommt. Boah, das wäre so geil. Würde bestimmt eine mordsmäßige Explosion geben. So. Lalalala, lalalala, lalalala. So. Sind wir gleich da. Ich bleibe jetzt trotzdem mal alles hier so mal komplett außen, bevor ich jetzt in die Stadt reingehe. Also in Holloway. Brady, hier spricht Crawford. Ich habe gerade mit den Programmierern des Widerstands gesprochen. Sie haben eine Software erstellt, die du in die
Scannersysteme der Monorail hochladen kannst, um sie daran zu hindern, dich zu entdecken. Mhm. Sie brauchen nur das Handshake-Protokoll eines Zugs, um die Arbeit abzuschließen. Ich melde mich wieder, wenn du in der Nähe der Linie bist. Oh, guck mal, ein Skatepark. Okay, ich umgehe... Obwohl, warte mal. Wenn wir das Auto schon einmal hier haben, ne? Weil wir müssen ja sowieso die Autos zerstören, um es zu clearen, können wir es auch jetzt direkt machen. Warte mal. Nein, was machst du denn da? Nein, uah. Aua, lass das. Lass das. Lass das. Aua, Alter, uah. Ich sollte hier weg. Okay, okay, okay. Ich sollte mich mal heilen. Ja! Okay, Alter, die sind hier überall. Brady, hier spricht Crawford. Du bist fast da. Ja. Ich schlage vor, du suchst dir ein Häuserdach in der Nähe der Linie. Von dort aus hast du die beste Chance, den Zug mit einem Heckgerät zu treffen. Okay. Sobald der Zug stehen bleibt, musst du dich ihm nur noch nähern. Den Rest erledigt dann dein Smartphone. Das ist natürlich geil. Das probieren wir mal. Wir müssen erstmal auf das Gebäude hier kommen. Ah, hier geht's rauf. Boah, wie cool. Das, was eine geile Mission. Das ist ein perfekter Aussichtspunkt, Brady. Jetzt musst du nur noch die nächste Monorail hacken, die vorbeikommt. Wie mache ich das denn? Kriege ich das auch erklärt, wie ich das... Achso, ich muss wahrscheinlich ein Hackmodul aktivieren, ne? Scheiße. War es das jetzt? Ich, Scheiße. Kriege ich da nochmal eine Chance für, oder wie ist das, oder... Vor allem, er hat ja gesagt, die Monorail soll anhalten. Die hält ja gar nicht an, die fährt ja vorbei. Ist das... habe ich jetzt den Zug verpasst, oder? Ah, da kommt noch eine. Okay, pass auf. Probieren wir das nochmal. Lade mit deinem Heckgerät den Sicherheitscode in die Monorail herunter. Okay, das machen wir mal. Pass auf. Ich hatte so ein bisschen den Zug verpasst gerade. So, schauen wir mal. Jetzt... Okay, Brady. Wir nähern uns der Monorail. So, was muss ich jetzt machen? Zivilisten sind unter keinen Umständen in der roten Zone erlaubt. Sollten Sie die rote Zone unabsichtlich betreten haben, melden Sie sich umgehend beim nächsten Friedenswächter. Funktioniert das jetzt, oder muss ich jetzt mein Handy auswählen, oder wie ist das, oder... Transponder, kein Signal. Ja, habe ich doch gemacht, aber... Hä? Was muss ich denn jetzt tun? Ach so, ich muss da drunter stehen. Ach so. Ich bleib mal geduckt, ne? Nein! Nein! Das glaube ich jetzt nicht. Alter, dieser Kackzug. Das gibt's doch nicht. Toll. Also, auf ein neues. Dieser Kackzug. Ich weiß jetzt schon, wie diese Folge heißen wird. Ich habe den Zug verpasst. Okay, also müssen wir, wenn er dann anhält, müssen wir ihn dann... Müssen wir dabei bleiben. Ja, ja, ja. Kriegen wir schon hin. Da links sitzt auch ein Sniper, sehe ich gerade. Bleib stehen! Jawohl! Bravo, Brady. Jawohl, wir läuft! Die Daten. Die Programmierer sind mit der Konfiguration des Trojaners in wenigen Minuten fertig, dann kann er hochgeladen werden. Ich schlage vor, du machst dich auf den Weg zum nächsten Scanner. Ich schicke dir ihre Standorte auf dein Smartphone. Sehr schön. So. Hacke den Sicherheitsscanner 03. Also 0 von 3. Drei Stück haben wir da hinten, müssen wir hin. Positive Zeichen von
Ich schau mal eben, wo ich hier runterkomme. Ich muss ja irgendwo hier... Gehen wir mal hier wieder. Oh, hallo mein Freund. Na! Gibt's da nicht. La 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 la, ihr könnt mich alle mal... So. Wir mal ein bisschen eher aggressiver vorgehen. Gegen die Koreaner. Die KFA hat einen kompletten Block dem Erdboden gleichgemacht, okay, um in der Nähe von hier einen Stützpunkt zu erbauen. Das ist eine Basis, erobere ne? Erobere ihn für den Widerstand. Lass die Norks dafür bezahlen, was sie hier zerstört haben. Können wir eigentlich machen, ne? Aber ich finde es mit der Monorail so cool. Kaboom. Brady, versuche mit einem ferngesteuerten Auto hineinzufahren. Ja, gleich. Später vielleicht, jetzt nicht. Ich bin jetzt erstmal unterwegs zu den Satelliten. Zu den Scannern. Ah, da kann man auch überall mit dem Motorrad langfahren. Ah, Moment, halt, stopp. Ich sehe was auf der Karte. Ist sogar auf der Etage. Guck mal an. Dann brauchen wir das später nicht machen. Dann haben wir schon mal eins. Alter, 2 von 10. Das wird auch immer mehr, ne? So. Hallo, mein Freund. Ciao, mein Freund. Gib mal her. Brauchst du nicht mehr. So, da unten sind auch welche. Ich gehe mal außen rum. Wenn ich unnötig jetzt Munition verballern. Können wir hier bestimmt raufklettern, ne, oder? Kommen wir hier rauf? Na. Hallo? Hallo? Ah ja, jetzt. Okay. Manchmal hüpft er so ein bisschen so, als würde er sagen, ich komme nicht höher. Oh, wir haben ein Lustschiff mal wieder. Und wir haben eine SMS bekommen. Du musst alle Scanner deaktivieren. Wenn wir nach Ashgate wollen, werden wir auch nur einmal gescannt, ist es vorbei. Okay. Das Lustschiff war hier gerade unterwegs. Da. Falls sich viele fragen und jetzt erst einschalten, warum ich Lustschiff sage und nicht Luftschiff, das hat was mit den ersten Folgen zu tun. Schaut euch einfach mal die ersten Folgen an. Dann da ist es wieder ein Scharfschütze. Kann das sein? Ah ja, der sitzt hier oben. Hier sitzt er drin, ne? Das war den ich vorhin am Leben gelassen habe, weil er seine... Ja, weil er für sich sein wollte. Und jetzt lässt er sich nicht mal blicken, oder was? Der hat ja die Klappen zugefahren. Hallo? Na dann nicht. Aber ich habe keine Lust, dass er mir in den Rücken fällt. Aber anscheinend guckt er nicht hier runter. Unser Trojaner ist einsatzbereit. Jetzt muss er nur noch in die Sicherheitsscanner hochgeladen werden. Oh nein. Das Zugriffsterminal sollte sich oben auf jedem Scanner befinden. Schön. Pass auf, dass du nicht erwischt wirst. Wenn die KVA merkt, was wir tun, dann scheitert der gesamte Plan. Okay, dann sollte der Plan natürlich nicht scheitern, sondern dass wir das ganz gewieft hinbekommen. Oh, lalalala. Ich habe eine Nachricht bekommen. Unerlaubte Zivilisten, die versuchen, eine Haft durch Friedenswächter zu entgehen. Brady, Crawford hier. Wir benötigen Zugang zur Monorail, wenn wir nach Ashgate wollen. Ja, hast du doch gerade schon geschrieben. Was will er denn? Ich bin doch gerade auf dem Weg dahin. Hier ist ein Scanner. Ach, das waren, glaube ich, die Dinger, die wir vorhin nachts gesehen hatten, ne? Die so blau geleuchtet haben. Oder in einer Folge, dass wir das gesehen hatten da. Ich hoffe, ich werde von der Monorail hier nicht überfahren. So, wie komme ich denn... Komme ich hier raus? Das ist ein Scanner. Finde das Bedienpanel und hacke es, um unsere Software hochzuladen. Das Bedienpanel ist oben. Ohne dass die KVA etwas bemerkt. Ja, das Bedienpanel ist oben. Ich glaube, wir müssen hier lang. So. Du, unser Typ.
Oh nein, das... Oh, das Lustschiff. So, wie hacke ich das jetzt? Erstmal in Deckung gehen. So. Yeah. Sicherheitsscanner A. Außenposten eingerichtet. Sehr schön. Geil. Ach, das gehört dazu. Cool. Ausgezeichnet. Die Software scheint zu funktionieren. Widmen wir uns den anderen. Huch. Geil. Ja, cool. Ich sehe gerade, das Spiel speichert. Und ich würde sagen, das ist ein guter Zeitpunkt, um hier ja, die Folge zu beenden, ein Folgenpäuschen zu machen. An alle Teams. Wir haben soeben Informationen erhalten, dass und der Indie Hall festgehalten wird. Großartig. Wir gehen also einfach los und holen uns einen, richtig? So einfach ist das nicht. Der Ort ist komplett abgeriegelt. Man bräuchte einen Panzer, um dort reinzukommen. Ja. Ein Panzer, um dort reinzukommen. Ich denke mal, dass wir in der nächsten Folge noch die anderen zwei Scanner noch fertig kriegen. Und dann schaltet ihr wieder fleißig ein bei Homefront The Revolution. Mein Gott, heute, was ist los mit der Stimme? The Homefront, Homefront The Revolution. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder dabei seid, ja? Also, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.